Guten Abend. Heute ist Donnerstag, der 25. Juni 2020 und seit meinem letzten Beitrag vor etwa einer Woche ist hier auf der Baustelle nicht viel passiert. Aber man kann sehen, ich befinde mich jetzt hier auf der Bodenplatte. Diese ist jetzt eben im Vergleich zum letzten Mal ausgetrocknet und es befindet sich hier kein Wasser mehr an der Oberfläche. Und man kann sich hier jetzt eben entsprechend frei bewegen und mal die Größe des Hauses von innen sozusagen auf sich wirken lassen. Was man jetzt hier von innen, wenn man eben auf der Bodenplatte steht, auch ganz gut sehen kann, sind diese Spuren, die vom Glattstreichen eben entstanden bzw. übrig geblieben sind. Und zwar gibt es in etwa Abständen von 1 Meter, je nachdem wie das Licht fällt und eben wie hier gearbeitet worden ist, kann man hier eben diese Spuren erahnen, an denen dann das Abstrichwerkzeug entsprechend geendet hat bzw. eben dann hier ein neuer Abstrich angesetzt worden ist. Ein weiteres Detail, das mir beim letzten Mal nicht so richtig aufgefallen ist und jetzt hier ganz gut zu sehen ist, sind die Versiegelungsstreifen bzw. eben die Verbindungsstellen. Diese Streifen gehen ja einmal an den bzw. in den Außenwänden entlang an der gesamten Bodenplatte und dichten eben die Platte selbst, also bilden eine Dichtung zwischen der Bodenplatte und den darauf sich befindenden Mauern. Und diese Streifen sind in etwa 2 Meter lang. Kann man hier in etwa sehen, überall dort, wo eben diese Kunststoffumhüllung herumflattert, befindet sich so eine Verbindungsstelle. Und man kann das hier ganz gut sehen. Das wurde dann nochmal entsprechend abgedichtet. Da befindet sich so eine gummiartige, bitumenartige Schicht um das Ganze, sodass dann hoffentlich auch die Verbindungsstelle selbst entsprechend dicht hält. Hier ist auch so eine Klammer, die das dann nochmal zusammenhält und presst. Und dementsprechend sollte das hoffentlich auch auf voller Länge dann entsprechend dicht halten. Ansonsten ist aber eben in der letzten Woche nicht viel Spannendes passiert. Es sollen nun eben morgen bzw. dann am darauffolgenden Montag die Außenmauern angeliefert und gestellt werden. Und sobald diese dann stehen, kann man dann mit dem Innenausbau des Kellers anfangen bzw. mit den Innenmauern, die sich eben im Innenbereich befinden. Was ich heute aber dafür anbieten würde, wäre ein Blick in die sich hinter mir befindlichen Revisionsschächte. Diese hatte ich ja in der Vergangenheit schon des Öfteren thematisiert, hatte allerdings dann entweder die Kamera nicht dabei, beziehungsweise wenn ich die Kamera dabei hatte, hatte ich als schlechter Pole nicht den passenden Universalschlüssel dabei. Heute habe ich beides im Gepäck und dementsprechend bietet es sich mal an, da kurz reinzugucken. Hallo, willkommen bei Super Mario World. Wie man sehen konnte, kam ich hier eben als Mario heraus aus der Kanalisation bzw. aus den Rohren. Und die möchte ich euch jetzt nochmal ganz kurz von innen zeigen. Von vorne bzw. oben betrachtet schaut das also so aus. Man sieht hier eben diese 2 Löcher der Schächte im Boden. Ich musste hier jetzt noch ein bisschen freiräumen, damit mir eben die Steine nicht auf den Kopf fallen bzw. da waren auch noch ein Haufen Steine auf den Abdeckungen selbst. Und ja, die musste man eben erstmal zur Seite räumen, damit man da überhaupt Zugang erhält. Im Kamerabild ist das jetzt noch relativ dunkel bei beiden Schächten, aufgrund des Kontrasts mit Tageslicht und eben Dunkelheit im Schacht. Dementsprechend steige ich da jetzt mal herunter. Man kann aber sehen, es befinden sich hier eben Stufen und die kann man eben benutzen, um da hinabzusteigen. So, ich befinde mich jetzt hier im Schacht und man kann es auch hören, es heilt entsprechend. Ich hoffe, man kann mich in der Tonspur trotzdem halbwegs verstehen. Das bitte ich entsprechend zu entschuldigen. Ich schaue hier jetzt also nach oben und ich bin jetzt an der Leiter hier entlang eben zum Boden gekrabbelt. Da gibt es eben so ein paar Leiterstufen und am Schachtboden kann man sehen, der ist offen ausgeführt. Da befindet sich eben der Kanal, um den es geht. Deswegen hat man hier diesen Revisionsschacht und man sieht auch das Tiefbaurohr, das hier auf der einen Seite eben hineinschaut, beziehungsweise dann eben auf der anderen Seite Richtung
Stadt abfließen kann. Der Schacht an sich ist relativ unspektakulär, besteht eben aus verschiedenen Elementen. Das konnte man ja damals in den Videos auch sehen. Die sind eben verschieden hoch. Also es gibt hier ein Element, das hat diese Höhe und das nächste hat entsprechend hier fast die doppelte Höhe. Die einzelnen Elemente sind mit so einer Dichtung hier untereinander abgedichtet. Und hier befindet sich dann ein konisch zugehendes Element, das dann eben den Durchgang nach oben hin auch begrenzt. Und darauf liegen dann so ein paar Adapterringe, beziehungsweise dann auch die Schachtabdeckung selbst. Man kann hier aber auch erahnen, an diesen Wänden, beziehungsweise in erster Linie am Dichtring, ist eben Feuchtigkeit. Das läuft hier so ein bisschen die Wände herunter, die sind tatsächlich feucht. Also, das ist jetzt kein Raum, kein Wohnraum, in dem man sich aufhalten möchte, sondern halt letztendlich eine Revisionsschacht. Und zumindest zum Grundstück hingehend, ist da tatsächlich ein bisschen Feuchtigkeit. So, dann krabbeln wir mal hier wieder heraus. So, ich bin mittlerweile wieder überirdisch unterwegs, habe die Schächte, die hinter mir sich befinden, eben wieder verschlossen und werde jetzt mal schauen, ob ich noch ein paar andere Level finde, beziehungsweise vor allem bin ich auf der Suche nach Goldmünzen und Extra-Leben. Ansonsten melde ich mich aber wieder hier im nächsten Level, nächste Woche hoffentlich, wenn es dann mit den Außenwänden weitergeht. Bis dann!